22% für die AfD derzeit in den Umfragen und nächstes Jahr sind die großen EU-Wahlen. Die AfD tritt an, um alles anders zu machen und dieser Frau hinter mir richtig einzuheizen. Mit mir im Studio Arno Bausemer, der am Wochenende auf dem AfD-EU-Parteitag für einen der vorderen Listenplätze kandidiert, nachdem er von seinem Landesverband in Sachsen-Anhalt mit 99% der Stimmen dafür nominiert wurde. Bleiben Sie dran bis zum Schluss, weil dann geht es um Deutschlands Austritt aus der EU, den sogenannten Dexit, und was die AfD dazu sagt. Lieber Herr Bausemer, ein Riese von Gestalt, wortmächtig und im Volk verwurzelt wie eine Eiche. Ja. Jetzt kommt heute die Klatsche von der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, Währung, Dexit, Brüssel-Kompetenzen, diese bizarren Pläne hat die AfD für Europa. Um Gottes Willen, welche bizarren Pläne hat denn die AfD für Europa? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also die Bild-Zeitung scheint da so eine kleine Kampagne gerade gegen uns zu fahren. Die nimmt uns jetzt nicht den Wind aus dem Segel. Ganz im Gegenteil, wir haben keine bizarren Pläne. Wir haben Pläne für Europa, die uns wieder Stabilität verleihen als Deutschland. Also in erster Linie wollen wir, dass die Grenzen gesichert werden. Die Altparteien reden davon. Auch Frau Faeser hat das offenbar jetzt im hessischen Wahlkampf für sich entdeckt. Ist alles nur heiße Luft. Ist alles nur heiße Luft. Wir wollen die Grenzen sichern. Wir wollen Frontex stärken. Wir wollen dafür sorgen, dass eben illegale Migration massiv eingeschränkt wird, weil wir bezahlen dafür nicht nur mit unserem Steuergeld, sondern auch mit unserer Sicherheit. Und das ist ein Riesenproblem. Und dem werden wir uns annehmen, neben vielen weiteren Problemen. Und die Bild-Zeitung kann schreiben, was sie will. Unser Trend geht nach vorne, wir wachsen weiter. Maggie Thatcher hat mal gesagt, die beste Voraussetzung für gute Nachbarschaft ist ein stabiler Zaun. Gilt es auch innerhalb der EU? Das gilt uneingeschränkt auch für die EU. Das kennt jeder Nachbar. Das war ein guter Satz von Maggie Thatcher. Die Briten haben uns da ja auch einiges jetzt voraus. Die merken auch, dass es eben nicht so schlimm ist, wie immer gesagt wurde, wenn man die EU verlässt. Vielleicht kommen wir zu dem Thema ja auch irgendwann nachher noch. Also man braucht natürlich einen stabilen Zaun. Und wie man das dann am Ende macht, ob man jetzt wirklich die gesamte EU-Außengrenze abdeckt, ein erster wichtiger Schritt wäre schon, dass man hier Geldleistungen durch Sachleistungen ersetzt. Deutschland zahlt aktuell mit am meisten für Flüchtlinge. Ich sehe das selber bei uns in Stendal, wie die Horden an meinem Haus vorbeigehen oder an meiner Wohnung vorbeigehen. Nämlich 100 Meter weiter ist die Ausgabestelle jedes Monatsende. Ich weiß nicht, wie viele von denen auch vielleicht noch andere Städte ansteuern. Es ist jedenfalls so sehr auffällig, dass da Milliarden Gelder versickern, die bei uns für viele andere Projekte, für Kita-Plätze, für Straßenbau, für Internetausbau besser angelegt werden. Und da werden wir für sorgen, dass das so kommt. Die EU nimmt ja für sich in Anspruch, die strukturschwachen Gebiete in Europa gezielt zu fördern. Sie kommen aus einem strukturschwachen Gebiet. Wie sieht da die EU-Förderung aus? Ja, ich muss Ihnen sagen, ich komme aus der Altmark, also aus dem Norden von Sachsen-Anhalt. Wir wären so eine strukturschwache Region. Bei uns kommt da relativ wenig an. Also wir warten seit 30 Jahren auf einen Autobahnweiterbau. Ja, die A14, die von Magdeburg eigentlich nach Wismar bis zur Ostsee durchgehen sollte, ist immer noch lückenhaft. Wir setzen uns da auch im Kreistag dafür ein, dass auch Öko-Demonstranten, die da im Wald gehaust haben, um gegen diesen Weiterbau zu demonstrieren, dann irgendwann abgehauen sind, dass die ihren Müll auch wieder mitnehmen. Da sind 9.000 Euro entstanden dem Steuerzahler. Das wollen wir wieder haben. Unser Landrat wehrt sich dagegen noch. Wir haben aber einen Beschluss, Stichwort Brandmauer gegen rechts, auch mit der CDU zusammen haben wir eine Mehrheit bekommen, dass wir dieses Geld wiederholen. Nein, wir müssen uns wehren. Und wenn der ländliche Raum so vernachlässigt wird, wenn wir am Ende, es kommen keine Ministerien, es kommen keine Außenstellen, was kommt? Man kann es ja machen mit den dummen Ossis, so denkt man wahrscheinlich in Berlin, bei Frau von der Leyen wahrscheinlich auch. Was kommt, ist ein Flüchtlingsheim. Und das wollen wir nicht in Stendal, das wollen wir auch in Sachsen-Anhalt generell auch nicht mehr. Wir müssen Geld für unsere Bürger einsetzen. Das ist AfD pur und das setzen wir auch durch, egal ob in Berlin, in Brüssel, in Magdeburg, auf jeder Ebene. Stichwort Autobahn ist ja sehr verpönt mittlerweile. Und die Europäische Union, Frau von der Leyen, hat ja den sogenannten Green Deal. Da soll CO2 runtergehen bis 2050. Manche sagen auch bis 2035. Der Verbrenner auf jeden Fall 2035 aus. Ist das für so eine Region überhaupt eine Option? Ist das vorstellbar?
Also ich sage Ihnen, das ist ganz klar nicht vorstellbar. Also jeder, der in diesem Land morgens früh aufsteht, hart arbeitet, auch Steuern zahlt, muss irgendwo zur Arbeit kommen. Und das funktioniert eben nicht. Das funktioniert nicht, wenn man, sagen wir, wenn es keine Busse gibt, wenn es keine Bahnlinien gibt. Wir erleben das vor Ort, dass Bahnlinien praktisch gestrichen werden, dass Bushalteplätze gestrichen werden. Von oben sagt man uns, individueller Verkehr wird eingeschränkt. Von unten sagt man, Kommunen haben kein Geld. Es passt nicht. Am Ende sollen die Bürger zu Hause sitzen und machen dann irgendwann gar nichts mehr. Und das ist nicht Teil. Wir müssen die Bürger stärken. Wir müssen Individualverkehr stärken. Mit uns wird es auch kein Aus des Verbrennermotors geben. Ganz bestimmt nicht. Das müssen wir wieder rückabwickeln. Genauso in Straßburg und Brüssel wie auch in Berlin. Jeder Mensch muss genauso selber entscheiden können, wie er heizt, genauso wie er auch entscheiden können muss, wie er zur Arbeit kommt, wie er in Urlaub fährt. Und das kann niemand vorschreiben. Diese ganze Verbotsideologie der Grünen, egal in welcher Ebene, die bekämpfen wir bis zum geht nicht mehr. Denn das schädigt unsere Bürger und hilft niemandem weiter, außer grünen Ideologen, die weltfremd in ihren Elfenbeintürmen sitzen. Wobei Frau von der Leyen... Sie ist ja jetzt keine Grüne, sondern sie ist ja Mitglied der CDU immer noch. Dieser Fokus auf die Grünen, ist es nicht, lässt man da die anderen Altparteien nicht zu straflos davonkommen? Ja, im Prinzip sind das eigentlich jeweils Grünen-Schattierungen. Die einen mehr, die anderen vielleicht weniger. Aber die CDU war ja selber auf dem Trip zur letzten Bundestagswahl, mit den Grünen auch eine Regierung einzugehen. Haben alles getan, um sich bei denen anzubieten. Ich denke noch an Herrn Söder, der sich an Bäume geklammert hat. Jetzt nach der Wahl merken sie, dass da offenbar gar kein Wille da ist. Jetzt wollen sie wieder zu uns umschwenken. Herr Merz spricht von der Brandmauer nach rechts und sagt heute das eine, morgen das andere. Überbietet sich dabei auch mit Herrn Söder in seinen Meinungswechseln. Also diese CDU ist komplett unglaubwürdig und ich weiß, es gibt Kräfte, gibt es auf kommunaler Ebene, genauso wie auf Landesebene, bei uns in Sachsen-Anhalt, mit denen kann man zusammenarbeiten, die trauen sich aber noch nicht. Und der Tag kommt, wo die sich trauen, wenn nämlich ihre Machtoptionen nicht mehr da sind. Bei Allparteienbündnisse, wo dann die CDU mit der SPD, mit der FDP, mit den Grünen, mit den Linken Regierung bildet, das kann kein stabiles Regierungsbündnis sein, weder auf Landes- noch auf Bundesebene. Und ich denke, die CDU kommt irgendwann an den Punkt, dass sie bei uns vorstellig werden. Ich denke, nächstes Jahr wird da in Thüringen schon was passieren. Da werden sie bei Björn Höcke mal anklopfen und darum betteln, dass wir sie in der Regierung aufnehmen. Und dann werden die Thüringer Parteifreunde darüber entscheiden. In Sachsen-Anhalt liegt ja die AfD besonders gut, bei 29% derzeit. Wie viel Prozent haben Sie bei der letzten Landtagswahl in Ihrem Wahlkreis geholt und wie hat sich das seither entwickelt? Spüren Sie die Veränderung bei den Menschen? Also ich habe ja 2021 für die Bundestagswahl kandidiert und ich hatte die höchste Steigerung im Vergleich vom Wahlkreis zu 2017. Also ich hatte um die, lassen Sie mich jetzt nicht lügen, um die 19%. Knapp 20%. Das war, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Wir haben auch einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht. Also ich merke schon, wir haben jetzt Infostände, die wir regelmäßig machen, gerade auch nächsten Tage auch wieder. Die Leute kommen zu uns. Ja, wir waren neulich beim Infostand, meistens sind wir in der Innenstadt in Stendal. Wir waren auf dem Wiesenflohmarkt, ja, bei uns in der Nähe. Auch da kamen die Leute praktisch zu uns. Wo wir sonst sagen, ob sie zugehen, einen Flyer übergeben, kommen sie zu uns, können sie uns was mitgeben, nicht bloß ein Feuerzeug, können sie uns was beschreiben, können sie uns ein Programm mitgeben. Die sind jetzt wirklich bereit, die Leute. Und der Dammbruch, der war, glaube ich, wirklich in Sonneberg bei Robert Sesselmann, bei Landratswahl und dann auch zwei Wochen später bei meinem Kumpel oder sagen wir geschätzten Landesvorstandskollegen Hannes Loth in Ragun-Jesnitz, dass wir jetzt auch Regierungsverantwortung übernehmen. Wir fangen im Kleinen an, wir bauen das im Großen auf, weil wir wirklich Programm vertreten, was die Bürger auch schätzen. Denn wir sind nicht irgendwie eingepflanzt oder so. Der Hannes zum Beispiel, Hannes Loth, ist 7 Jahre schon Gemeinderat oder Stadtrat in Ragun-Jesnitz. Der weiß, wo der Schuh drückt. Der weiß, dass kein Geld ist da für die Wasserwehr, wo er selber Mitglied ist. Der weiß, dass kein Geld ist da für die Kita. Der weiß, dass irgendwo Fehlinvestitionen stattfinden. Der kümmert sich jetzt drum. Und dass ein Robert Sesselmann als erste Amtshandlung erstmal seinen teuren Dienstwagen abgeschafft hat, das war ein Symbol in die richtige Richtung. Kommen wir zu den programmatischen Fragen. Ja. Die AfD sagt ja, der Euro ist unbezahlbar. Aber kommen wir überhaupt noch aus dem Eurosystem raus? Gibt es ein Zurück zur D-Mark oder was wäre die Alternative der AfD? Ich denke, der Weg wird hinführen, zurück zur D-Mark, weil wir im Endeffekt ja eine teure Kunstwährung seit Jahren durchfinanzieren, milliardenschwer. Und in dem Moment, wo Deutschland die Eurozone verlassen wird, wird der Euro nicht mehr existieren.
Weil, ich sag mal, das ist ja so ein Märchen, was auch gerade so die linke Mehrheit verbreitet, dass wenn man den Euro jetzt sagen wir, abschaffen würde, wir als Deutschland massive Nachteile hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir waren vorher Exportnation. Wir werden das auch werden, auch mit einer D-Mark. Wir müssen bloß dafür sorgen, dass unsere Industrie, unser Mittelstand wieder bezahlbaren Strom hat. So, wenn das nicht mehr, das sind die Standortfaktoren, die Grünen gerade kaputt machen. Die müssen wir wieder stärken. Wir werden auch mit einer D-Mark wieder Exportweltmeister. Wir kriegen dadurch auch wieder günstigere Importe, was auch die Inflation auch wieder senkt. Ich denke, das ist jetzt eine Aufgabe, die wir jetzt haben. Aber der Euro ist ein Teuro immer gewesen für den Verbraucher, genauso wie für uns als Staat. Und deswegen müssen wir da raus. Die EU versucht ja auch Außenpolitik zu machen, sage ich mal ganz vorsichtig, und hat sich dann im Zuge der Ukraine-Krise ganz mächtig radikalisiert und an die Seite der ukrainischen Führung und auch an die Seite der USA gestellt. Die Geldmittel, die da aufgewendet werden, sind immens. Wie soll das weitergehen, wenn die AfD Einfluss in Europa hat? Also ich muss sagen, ich bin ein ganz scharfer Gegner von Waffenlieferungen. Ich finde es auch völlig makaber, dass jetzt mit einer Frau Strack-Zimmermann, die FDP, eine Spitzenkandidatin stellt für die Europawahl, die eine der größten Verteidigerin dieser Waffenlieferungen war, dass auch die Linke jetzt diese komische Frau Rakete aufstellt, die als Schleuserin ja nur sich auch einen negativen Namen gemacht hat. Aber um bei den Waffenlieferungen zu bleiben, mit uns wird es keine Waffenlieferungen geben. Das wird beendet. Wir werden uns zumindest massiv dafür stark machen, dass jetzt kein europäisches Steuergeld, egal ob jetzt vom deutschen Steuerzahler, aber auch nicht vom Franzosen, vom Holländer. Und da haben wir ja auch die europäischen Freunde, sagen wir, auf nationaler Seite, an unserer Seite, die das genauso sehen. Da müssen wir wirklich ein Stoppzeichen einschlagen, weil dieser Krieg kostet jeden Tag Menschenleben. Er vernichtet Familien, er vernichtet auch eben auch Geld durch diese ganzen Waffenlieferungen. Und da müssen wir zur Diplomatie zurückkommen. Das kann eine Frau Baerbock nicht. Die reist um die Welt als fröhliche möchtegern Außenministerin. Ich sag mal, wir hatten früher Außenminister vom Format, sagen wir, von einem Genscher, der wirklich rumgeflogen ist den ganzen Tag, der sich oft dasselbe auch in einem alten Witz hier im Flugzeug begegnet ist, der wirklich Diplomatie geübt hat. Das können diese Vertreter dieser Ampelregierung nicht. Und wir müssen dann im Europäischen Parlament auch dann ersten Flock, sag ich mal, einschlagen, der diese Waffenlieferung beendet, um Frieden zu schaffen. Ohne Waffen. Wirbel hat gesorgt, dass im Antragsbuch für den Parteitag am Wochenende noch drinsteht, abgesegnet vom Bundesvorstand, die AfD will die Auflösung der EU. Dann hieß es aber, das sei ein redaktioneller Fehler gewesen oder ein Versehen in der redaktionellen Erstellung. Und dieser Begriff Auflösung der EU wurde wieder zurückgezogen, obwohl er jetzt schon sozusagen gedruckt ist, aber der Parteitag soll nicht mehr diese Formulierung beschließen. Da sind wir ja schon im großen Bereich EU-Austritt von Deutschland, der sogenannte Dexit. Wie stehen Sie dazu? Also ich sage Ihnen ganz klar, ich bin Verfechter, dass wir aus dieser EU rausgehen. Ich spreche mich ganz klar für den Dexit aus. Denn ich habe es ja vorhin schon angedeutet, mit dem Euro, wir zahlen einen Haufen Geld, wir zahlen als EU-Mitglied, als Deutschland jedes Jahr immer mehr. Aktuell sind es 25 Milliarden Euro gewesen im letzten Jahr. 25 Milliarden Euro, mit denen wir so viel Sachen machen könnten. Und die Frage ist, was ist der Gegenwert? Der Gegenwert ist praktisch nicht vorhanden. Also ein Binnenraum, wo wir auch ohne Zölle mit unseren europäischen Nachbarn Handel treiben, den können wir auch ohne EU. Da kann es ein Bündnis geben, was früher mal das Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war in den 50er Jahren. Da müssen wir zurück. Zurück zu den Wurzeln einer gemeinsamen Zusammenarbeit wirtschaftlicher Ebene. Aber dieser ganze korrupte Moloch, den es da gibt, ob man jetzt, was im letzten Jahr gesehen hat, da hört man gar nicht mehr viel von. Ne? Da wurden mal einige Sozialdemokraten aus Griechenland, Italien verhaftet. Das Thema ist dann irgendwo weg. Warum kommt da nicht mehr? Ja? Wo ist doch komisch, wenn in 3, 4, 5 Ländern Sozialdemokraten irgendwo offenbar eine kriminelle Vereinigung gründen. Wo ist da die Rolle der deutschen Sozialdemokraten? Da wurde mir bislang auch ein bisschen zu wenig beobachtet. Das wäre für mich eine schöne Aufgabe, denke ich, im nächsten EU-Parlament, da vielleicht in Form eines Untersuchungsausschusses oder Ähnlichem, da mal näher nachzugehen. Und wie gesagt, wir brauchen diese EU in dieser Form nicht. Wir müssen jetzt daran arbeiten, das sehe ich auch als meine wichtigste Aufgabe an,
mit der künftigen AfD-Delegation die nächsten 5 Jahre auch wirklich massiv durch die Lande zu reisen, wenn wir nicht gerade Parlamentswoche haben in Straßburg oder Brüssel, und wirklich dafür zu werben, dass wir da raus müssen. Das, was da alles falsch läuft, wie viel Gelder versickern in irgendwelchen linken Vereinen und was weiß ich nicht alles. Da müssen wir Aufarbeitungsarbeit im wahrsten Sinne des Wortes leisten, und das ist für mich eine spannende Aufgabe, und da bin ich dran. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann gehen Sie ja noch ein Stück weiter als die Formulierung Auflösung der EU. Sie sagen, Deutschland muss sozusagen vorangehen, und wie die Briten den Brexit gemacht haben, macht dann Deutschland erstmal im Alleingang den Dexit und ja. Also ich denke, faktisch ist es so, wenn wir die EU verlassen, dann gibt es ja den größten Nettozahler nicht mehr. Und dann werden diesem Vorbild auch andere folgen. Weil ich glaube nicht, dass diese 25 Milliarden, die dann fehlen im EU-Topf, dann durch Frankreich oder Holland oder Italien ausgeglichen werden können. Nein, der Austritt von Deutschland wird das faktische Ende sein der Europäischen Union. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns die starken Partner suchen, mit denen wir eine gemeinsame Handelsgemeinschaft machen und ein zollfreien Binnenraum wirtschaftlich auch schaffen. Und ich glaube, das ist wirtschaftlich und auch für die Menschen selber der richtige Schritt. Denn dann werden auch diese ganzen Verbotsarien vom Verbrennermotor über Landwirtschaft, hat man noch gar nicht besprochen, dass wir, sagen wir, Glyphosatverbote haben. Ich bin Landwirt im Nebenerwerb, dass wir, sagen wir, nicht mehr Sachen anbauen können, weil der Ertrag ohne Glyphosat ist nun mal eben ein Drittel weniger. Das ist das Existenzende unserer deutschen Landwirte. Das hat so richtig keiner auf dem Schirm. Es ist aber faktisch so. Und da haben wir viel zu tun. Und da sind wir dran. Und das wären 5 spannende Jahre, wenn mich die Delegierten am Wochenende wählen. Vielen Dank, Herr Bausmer, für das Gespräch. Gerne. Danke.